Herzlich willkommen auf unserem Kanal Rennradfahren in Duisburg. Wie man heute sieht, passiert mal was völlig anderes. Also bei dem Wetter Rennradfahren wäre ein wenig wahnsinnig gewesen. Nein, bei dem Wetter fahren wir Mountainbike. Das ist das allererste Mal, dass wir uns mit den Mountainbikes im Schnee bewegen. Insofern war das schon teilweise ein bisschen lustig. Aber na gut, wenn man mal Schnee hat, was recht selten ist in unserem Reiten, muss man das dann auch mal ausnutzen. Haben wir dann getan. Und wir sind dann über den grünen Pfad zum Landschaftspark Duisburg gefahren und wieder zurück. Waren also etwa 2,25 Stunden unterwegs gewesen. War ja auch nicht so super warm. Und ja, daraus ist jetzt hier ein kleines Filmchen geworden. Schaut es euch an, amüsiert euch dabei. Eine oder andere Handicap hat man dann unterwegs auch noch, aber das ist dann eben so, wenn man bei extremen Wetterlagen Fahrrad fährt. Viel Spaß beim Zuschauen. Das allererste, was einem auffällt, wenn man auf Schnee fährt, das ist, es rollt nicht. Ich meine, das sieht eigentlich wunderschön aus, aber es ist genauso, als wenn man in weichem Sand fährt. Also man trampelt und trampelt und trampelt und muss ständig Kraft aufwenden, um vorwärts zu kommen. Das ist beim Schnee eigentlich genau das Gleiche. Ja, ist also ziemlich anstrengend. Wenn auch der Wind dazu kommt, man kommt also kaum von der Stelle. Dementsprechend langsam fahren wir auf der Tour. Also mehr so wie 10, 12, 13 Sachen waren an den meisten Stellen, zumindest hier so auf den Wegen im Wald, überhaupt nicht drin. Weniger, weil es glatt war, sondern tatsächlich so, weil der Rollwiderstand so hoch war, dass man damit treten musste, als wäre man am Rennrad mit 30, 35 Sachen unterwegs. Hauptstraßen war zumindest in Oberhausen schon geräumt. Wir sind hier in Oberhausen oder zumindest in der Stadtgrenze zu Oberhausen. In Duisburg war es noch nicht ganz so toll. Da war zwar auch schon mal irgendwo ein Wagen durchgefahren, aber hier in Oberhausen war die Straße fast schneefrei. Ja, und man sieht auch an unseren Spuren, bei dem Wetter war so gut wie niemand unterwegs. Die saßen also alle zu Hause, haben aus dem Fenster geguckt und sich darüber geärgert, dass sie die Winterreifen dann doch noch nicht drauf hatten. So, was macht Alice jetzt mit ihrer zusätzlichen Bremse?
Wir haben vorher Winterreifen draufgezogen. Ich will sagen, spezielle super grobprofil Schlammreifen. Und am Feld von Alice ist es tatsächlich so, dass diese etwas breiteren Reifen nur noch sehr knapp hinten in die Schwinge passten. Also sie haben von Haus aus nicht geschliffen, aber zwischen Schwinge und Reifenprofil, speziell an den Seiten, war nicht mehr viel Platz. Und jetzt im Schnee hat sich dann da so ein bisschen Schnee und Eis mit reingesetzt und ja, wie eine altmodische Fahrradbremse gewirkt. Ja, hat sich dann hinterher relativiert, aber jetzt am Anfang hat es genervt. Im Gegensatz zu Alice hatte ich noch meinen guten alten, schon ziemlich abgefahrenen Nobby Nick drauf. Ich habe halt drauf vertraut, dass er noch Grip hat. Auf dem Flachen hatte er auch noch Grip, hinterher im Gebirge hörte er nicht mehr ganz so doll. Aber naja, zwei Tage später habe ich mir dann auch den Winterreifen draufgezogen. Dann hatte ich dann wesentlich besseren Grip, aber mir für diese Flachlandtour ging es noch. So, jetzt haben wir hier eine kurze Brillenputzpause gemacht. Die Goggles von Alice waren beschlagen. Und ja, meine waren auch leicht beschlagen. Das habe ich dann auch gleich mitgemacht. Und wie man hört, wir sehen uns noch. Jetzt haben wir Rückenwind. Jetzt haben wir Rückenwind, ja. Was ist hier? Was ist denn da? Ja, ne? So. So, wir sind jetzt schon auf dem grünen Pfad. Waren es eben, als wir die Pause gemacht hatten, auch schon. Hier unterhalb der Brücken waren relativ wenig Schnee. Man sieht es am Wind, die Schneewehen. Also es hat ganz ordentlich gepustet an dem Tag. Jetzt sind wir gerade auf einer Rückenwindstrecke. Das machte die Sache zumindest ein kleines bisschen angenehmer. Das hat sich aber hinterher dann natürlich auch umgekehrt. Oh,
war anstrengend, auch mit Rückenwind. Alice wurde richtig warm unter ihrer Helmmütze, weil sie hatte auch noch den dicken Winterunterzieher darunter und deswegen haben wir mal kurz einen kleinen Kopfstriptease gemacht. War dann auch mal notwendig. Kann man schon sehen, diese Downhill-Helme, die sind nicht belüftet und die sind zwar total sicher und total stark, aber die sind auch unglaublich warm, im Sommer extrem, selbst hier im Winter kriegt man auch Schweißausbrüche mit den Dingern. Da fahren wir natürlich mit voller Schutzausrüstung, unsere langen Winterhosen, darunter sind Protektoren, Hosen, ja, sozusagen Arschpolster. Wir haben unsere Rüstungen drunter an, wir haben Knieschoner unter den Hosen an, wir sind also vollkommen ausgerüstet. Haben uns aber netterweise gar nicht auf die Nase gelegt, war zwar an einigen Stellen ziemlich glatt und wir sind noch ein bisschen gerutscht, aber trotzdem besser, ein bisschen sicherer angezogen sein als sich die Knochen zu brechen oder zu verbläuen. Da sind die Hosen genau richtig. Oder wie siehst du das? Ich sag, für so ein Wetter sind die Hosen genau richtig. Ziemlich doof, wenn der Ampelschalter so vereist ist, dass man ihn nicht mehr bedienen kann.
Wenn man denn schon mal Schnee hat und einen Hügel, dann kann man ja auch mal probieren, ob man den Hügel heraufkommt im Schnee. Musste ich natürlich machen. Lies fand das Ganze nicht ganz so prickelnd, aber ich wollte einfach mal probieren, ob ich mit meinem etwas abgefahrenen Hinterreifen mich dann auch durch den Schnee hochfräsen konnte. Habe ich dann auch gemacht. Bin auch fast bis nach oben gekommen, dann war es da ein bisschen eisiger und das Hinterrad drehte durch und gleichzeitig merkte ich dann auch, wie sich mein Gimbal verabschiedete. Das kam dann danach. So, hier ist das Drama eingetreten und die Kamera baumelte lose am Gimbal, der hatte sie nämlich einfach abgeschaltet. Clevere Menschen haben natürlich eine Powerbank dabei, um solchen schlimmen Sachen dann auszuweichen. Ich hatte auch eine Powerbank dabei. Dummerweise lag das Kabel, um diese Powerbank anzuschließen, zu Hause. Ich hatte also nur USB-C dabei und kein Micro-USB. Alice hatte auch kein Micro-USB in ihrer Tasche. Wir waren also in dieser Hinsicht vollkommen nackt und ich hatte ein Problem. Natürlich könnte ich jetzt auf die Qualität des Akkus schieben, aber ganz ehrlich, ich hatte einfach vergessen, das Ding zu laden. Ja, deswegen nach Hause fahren wollten wir dann auch nicht. Also Alice, die Kamerafrau, hatte ab jetzt vorzufahren und einen tollen Film zu drehen und ja, ich wollte dann mit baumelnder Kamera weitermachen. Hier sind wir übrigens gerade auf der Suche nach dem USB-Kabel. Leider Gottes keins dabei. So. Ja, was? Ja, das ist richtig. Du bist jetzt die Hauptkamera. Du bist jetzt die Hauptkameratragende. Na, der Koch hast du vergessen. Ja, dann fahre ich vor, dann kannst du mich filmen. Der Koch ist rutschig. Aber da vorne kommt gleich berg runter. Einfach rollen lassen. Ja. So, Alice rollt hier gerade auf ihre erste Schneeabfahrt zu, die sie dann tatsächlich auch mit Bravour gemeistert hat. Mutig. Tja, während ich in der Zwischenzeit noch mit meinen völlig zugeschneten und zugeeisten Cleats kämpfte und wie man sieht, meine Kamera ja, dahin zeigt, wo sie eigentlich nicht hinzeigen sollte. Aber so sieht man wenigstens auch mal meine Knie. Hier komme ich den Berg runter, selber filmen konnte ich mich ja nicht, aber das hat ja Alice dann schon gemacht. Wir sind übrigens noch gar nicht so richtig im Landschaftspark drin, wir sind so ja mehr oder weniger im Bereich der Abraumhallen. Ja, das ist übrigens mein Lenker, falls das noch keinem aufgefallen sein sollte. Und nähern uns jetzt langsam dem Bereich des eigentlichen alten Stahlwerkes. Das heißt, dafür müssen wir dann einmal diese
Straße da, das ist die Emscher Straße, kreuzen. Und im Hintergrund sieht man schon die Hochöfen. Und genau da fahren wir jetzt drüber. Ja, also der Landschaftspark, der ist auch ein bisschen mit Straßen durchzogen, wobei ich glaube, die Emscher Straße ist die einzige Straße, die den Landschaftspark so richtig durchzieht. Hier fahren wir jetzt entlang der kleinen Emscher, oder ich sag mal, früher war es die kleine Emscher und mittlerweile ist es eigentlich ein stehendes Gewässer. Und dieser kleine Rohrwasserfall, der hat uns dann doch so ein bisschen angetan. So, und ich habe dann noch für mich entdeckt, dass man die Kamera trotz ausgefallener Batterie auch ein bisschen mit der Hand steuern kann und da so ein kleines bisschen doch noch filmen kann, und ich hoffe, das ist euch nicht so wackelig, aber so haben wir wenigstens ein bisschen mehr Abwechslung im Bild. Kommen wir mal hier. Ja. Winterlich hier. Richtig winterlich. Aber auch mal schön. Wir kommen jetzt in den Bereich des eigentlichen Stahlwerkes. Gleich hier links abbiegen und ab hier wird es dann wirklich spektakulär. Man kann also diese alten Hochöfen, einen zumindest davon, kann man also in Nicht-Corona-Zeiten erklettern. Im Moment ist der zu und man kann zumindest mit dem Fahrrad durch ein Stahlwerk fahren. Das ist einem sonst nicht überall auf der Welt vergönnt. Also ich war ja schon häufiger im Landschaftspark, sowohl zu Fuß als auch schon mit dem Fahrrad, aber so im Winter mit Schnee ist schon eine ganz besondere Atmosphäre da. Ne? Vor allen Dingen auch, weil es dann da relativ wenig Leute gibt. Bei dem Wetter treibt sich da kaum jemand rum, ne? Aber es ist schon was Seltenes. So, hier links ist übrigens der Kletterpark, oder da beginnt der Kletterpark, der vom Deutschen Alpenverein gepflegt wird. Die haben da auch so ein Büro und
In den ganzen alten Silos sind dann die Betonwände in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden halt besteigbar. Ist schon eine ganz witzige Sache, macht im Sommer Spaß, denen zuzugucken. Naja, mich selber treibt es nicht unbedingt so die Betonwände da hoch, aber mein Gott nochmal, jedem das seine. So, jetzt fahren wir hier in Richtung des Sommerkinos. Ja, hier im Landschaftspark gibt es ein Freiluftkino, das allerdings sehr beliebt ist, sodass die Karten schon meistens sehr schnell nach Eröffnung der Kinokasse weg sind und die Kinokasse ist online. Ist da ganz geradeaus. Hier wird es jetzt ein bisschen arg rutschig. Man sieht es jetzt erst bei Alice und dann bei mir. Da war nämlich eine Eisplatte unter Schnee und naja, lang gemacht haben wir uns nicht und ein bisschen Spaß muss ja sein. So, das grüne Ding, was man da so ganz rechts sieht, das alte Gasometer, ist ein Tauchgasometer. Das hatten einige Sporttaucher vor nicht ganz 20, 22, 23 Jahren sich mal geschnappt und mit Wasser gefüllt. Na ja, gut, war ein bisschen mehr Arbeit. Ich war da so ein bisschen mit nicht involviert, aber ich konnte mich gerade noch davor retten, da mitzuhelfen. Ich habe damals, oder wir haben damals auch noch viel getaucht und ein Kollege von uns, der hatte da die Idee, da was zu machen. Und das Ding ist mit Wasser gefüllt, ist mittlerweile eine große Attraktion in Taucherkreisen. Da liegt ein Flugzeugwrack drin, da ist alles mögliche, haben sie da reingepackt. Und da kann man also richtig Indoor tauchen und ist auch relativ tief. Also ich sag mal, wenn man jetzt nicht im freien Wasser tauchen will, ist man da ganz gut aufgehoben. Gibt auch eine Tauchschule, glaube ich, und ja, kommen auf jeden Fall viele Leute nach Duisburg, um da in diesem alten Gasometer tauchen zu können. Jo, jetzt sind wir wieder raus. Gibt auf der anderen Straßenseite noch mehr Landschaftspark. Aber aufgrund der Eis- und Schneesituation haben wir das dann mal so ein bisschen uns gespart. Da gibt es dann bald mal einen richtigen Film, ohne Schnee. Den haben wir auch schon gedreht. Liegt hier auf der Platte, den habe ich aber noch nicht fertig gemacht. Der kommt in nächster Zeit mal. Wo wir euch dann auch mal zeigen, was man so mit spaßigen Dingen im Landschaftspark veranstalten kann. Und da gibt es ja auch das eine oder andere. So, jetzt sind wir wieder draußen. Ich roll gerade wieder Richtung Grüner Pfad. Ja, 17 Kilometer bis zum Tetraeder. Das werden wir an dem Tag sicherlich nicht machen, sondern jetzt geht's mit richtig steifem Gegenwind Richtung Heimat. Thank you.
auf diesem Stück der Strecke, bei dem Gegenwind, dem Schnee im Gesicht, der glatten Asphaltbahn da unter uns, haben wir uns übrigens entschlossen, niemals zu versuchen, mit dem Mountainbike den Nordpol zu erreichen. Da waren wir uns dann relativ schnell einig. Zumindest ein Gutes hatte das Wetter. Wir hatten den grünen Pfad endlich mal für uns. Ansonsten ist das an einem Wochenende ein bisschen bevölkerter dort. Dass uns die Leute, die uns an dem Tag mit den Fahrrädern haben fahren sehen, auch ein wenig merkwürdig angeschaut haben, hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ne? Also die eine oder der andere wird da schon über uns gedacht haben, die haben nicht mal alle Tassen im Schrank, bei dem Wetter mit dem Fahrrad zu fahren. Aber gut, ne? Muss sie auch mal ein bisschen von der Masse abheben. Tja, was Alice in dem Moment nicht ahnt, ist, dass die Straßenbahn gerade von hinten kommt. Da, als wir diesen Film gemacht haben, ich glaube -4 oder -5 Grad. Das Ganze verbunden mit dem Schnee. Und jetzt schaut euch mal Alice an, wie die mit dem Gegenwind kämpft. Ich muss sagen, da waren wir schon ungefähr 2 Stunden unterwegs und nicht ganz 1¾ oder so. Und das war schon ziemlich, so richtig Lust hatten wir da beide nicht mehr.
machen wir so. Ja, kann sich ganz schön ziehen, so eine Strecke im Schnee. Man kommt nicht von der Stelle. Als ob man mit Kaugummi an den Reifen am Asphalt festklebt. Achtet da mal so ein bisschen auf die Fahnen von dem Baumarkt vor uns, dann kann man sich vielleicht so ein klein bisschen eine Vorstellung machen, was da windtechnisch gerade los war. Thank you.
So, raus aus dem Gegenwind, rein in den Seitenwind. Schon viel, viel erträglicher. Naja, aber wann hat man schon mal Schnee? Ne? Muss man ausnutzen. Tja, wie man jetzt an der Musik unschwer erkennt, nähern wir uns dem unweigerlichen Ende dieses Films. Ich habe jetzt mal dieses Stückchen Straße noch mit drin gelassen, weil das war so glatt. Achtet mal drauf, die Alice hat sich da zwei, dreimal richtig, richtig gut fangen müssen, um sich nicht lang zu machen. War schon ordentlich. So, Fahrradfahren im Schnee, haben wir noch nie gemacht, war unser erstes Mal. War anstrengend, hat aber trotzdem irgendwo Spaß gemacht, schwupps, aber stehen geblieben. Und ja, ich hoffe, euch hat der Film gefallen. War mal was anderes, als immer nur bei schönem Wetter rumzusausen. Und ich kann aber jedem nur empfehlen, der das nachmachen will, nicht mit dem Rennrad und richtig gut einpacken. Wir hatten also volle Protektorenausrüstung an und wenn wir uns auf die Nase gelegt hätten, wäre das sicherlich auch nicht schlecht gewesen. So. Wenn euch dieser Film gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen hoch hinterlassen. Ihr dürft diesen Kanal abonnieren, wie immer, wenn ihr es nicht schon lange getan habt. Und ja, nächsten Wochenende kommt wieder ein Film, der dann wahrscheinlich etwas sonniger ausfallen wird. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Macht's gut und tschüss!